Zeit für eine neue Amiibo-Party. Wir sind wieder zu dritt, Jacqueline, Domme und ich. Hallo. Hi. Und ich spiele heute mit. Okay, konfigurieren und dann... Ich spiele wieder mit. Let's do it. Let's do it. Ja, und du? Wieder mit. Yoshi. Yoshinski. Ganz genau, so. Ohne Computerspieler und deswegen zwei Grüne und ein Tier. Gut, ich habe im Laden ein bisschen was gekauft, das werde ich euch auch noch zeigen, aber zuerst mal Brett ändern. Ich will das Donkey Kong Brett, von dem haben wir bisher noch gar nichts gesehen und... So gesehen, das allererste Brett von Mario Party war ein Donkey Kong Brett. Ne? So, dann Spiel starten und mal sehen. Willkommen bei Amiibo Party, der mit dem meisten... Ja, das haben wir schon mal gesehen. Haben wir schon gesehen. Und jetzt eine neue Runde. Ich will also... Ja. Aber das hat ja nichts zu heißen, haben wir schon bei der letzten Amiibo Party gesehen. Donkey Kong sieht irgendwie eingebildet aus. Ja, die ganzen Figuren. Ja. Bewährtes Prinzip. Wir sammeln Münzen, erhalten Sterne bestenfalls auf einem eher klassischen Brett und müssen nicht gemeinsam über das Spielbrett spazieren, sondern machen das. Du hast schon wieder deine overpowerten Würfel. Ich schummel schon wieder. Also wenn du jetzt nicht auf den Stern kommst, lache ich dich aus. Und das sieht noch nicht mal so aus, als... Naja, gut. Aber trotzdem war es schon ein schwacher Wurf. Ja, also. Ein sehr schwacher. Kann man ja nicht beeinflussen, das sage ich richtig als halber nochmal dazu gesagt. Ja. Mario Party 1 konnte man es beeinflussen, welche man, was für einen Würfel man hat. Je nachdem, wie hoch oder tief der war. Da ist schon wieder so ein Fünferwürfel. Der sieht gut für mich wieder aus. Ja, wie sollen wir denn da drankommen? Ja, gar nicht. So, ich hab halt jetzt der Affe, wie er schon schaut allein. Na gut, dann drauf. Ein ziemlich schwerer Amiibo und ein großer. Bumm! Alter! Schwein gehabt. Eigentlich war das Kippe. So, Spezialwürfel. Dann nimm dies. Ja, Doppelwürfel kann man gebrauchen. Kann man gebrauchen. Let's do it. Ja, ja. So. Ich mag den Remix da. Der ist cool, ne? Luigi's Mansion. Bisschen schneller und so. So, du ebenfalls. Such dich mal. Guten Tag. Hallo. Jetzt hast du den Umkehrwürfel, den wir bei der letzten Amiibo-Party nicht gesehen haben, weil er einfach keinen Sinn gemacht hat für mich. Mal gucken, ob ich ihn diesmal brauchen kann. Minispiel, es kann losgehen. Also hier sieht der Donkey Kong Amiibo nicht so mega gezeichnet. Dafür war der schön fluffig. Ja, das ist ganz schön. Plattform gerangelt. Das sah jetzt im ersten Moment aus wie mit diesen Ballons, mit diesen Kugeln. Kugelchaos. Seitlich stoße die anderen Spieler runter. Drücke 1. Achso, Stampfattacke? Für einen Schlag. 1 und nur ein Schlag, den gibt's auch, okay. 2 für den Schlag. Ja. Da kann man mal wieder sehen, dass es auf Mario 64 basiert. Irgendwie, so ein bisschen. Das gab's schon immer hier, dieses. Ja, das Schlagen und das ist eben vom. Ich bin so eine große Angriffsfläche. Hör mal auf jetzt. Ey! Nein! Nein! Was zum? Ja! Nein! Nein! Das war unfair. Oh, ganz Banana! Ganz klar. Ich glaube, was? Tja, da lässt die Muckis. Guck mal, wie Yoshi guckt, so richtig relaxed. Glaube ich weniger. Na gut, ja, diesmal ist echt gute Karten, wenn ich so sagen darf. Und da hinten ist auch schön wie immer 8-Bit. Warte mal, ist eine. Was wäre dann bei Rosalina in der 8-Bit-Ecke? Etwas Neues, 8-Bittiges oder ihr erster Auftritt? Zum Beispiel. Sie räumt voll ab. Sie räumt ab. Ja, doch, das war eigentlich eins der besten, was du hättest kriegen können. Ja, die hatte halt auch schon einen Vorteil von Anfang an. 5 Münzen sind ein Viertelstern quasi. So, dann. Ich überleg mal, macht's Sinn? Du bist ja sowieso vor mir. Aber doch, doch. Ich will. Also los. Du Primat! Keiner erwischt, schade. Ein Arsch, aber ist egal. Hättest du doch mit allen Würfeln. Ein kleiner. Was? Ja! Mein Gott. Let's go! Das war ein kleiner Donkey Kong Country Remix. Ich könnte na. Minus? Ja, du kannst aber nur einmal. Ja, nee, das bewahre ich mir auf. Ja. 5, volle Hand. Immerhin passiert was. Oha! Roulette-Fässer! Keine Erklärung, okay. Ja, ich kann es mir denken. Ja.
Kommt jetzt überhaupt was? Ich glaube nicht. Ach so, muss gar nicht. Ja, verstehe schon. Das wäre ein bisschen schwer gewesen. So, dann haut den Gurken auf den Schurken. Haut den Schurken auf den Gurken. Magma Fuzzy Flugmanöver. Ja gut. Frisch. Ich fühle mich so beobachtet. Immer mit den seitlich sammle Wolken auf dem Weg nach oben. Da müsste es wenigstens auch so ein Wolkenpilz sein. Einfach lenken und einsammeln und... Ich nehme an, den Fuzzys aus. Ja, Scrolling Level. Scrolling Level liebe. So. Meins. Und weg da. Das ist ein Geknubbel. Ich knüppel euch in die Fuzzys. Nein. Nein. Was war das? Bin zu dick. Der Affe. Tja, manchmal Vorteil, manchmal Nachteil. Ich glaube nicht, dass es großartig Vor- und Nachteil ist, aber. Ich suche immer noch Ausreden. Der fette Yoshi. Ich brauche jetzt ein bisschen. Oh nein! Tja. Nein. Ich musste spekulieren. Ich will mich rechtfertigen. Keine Idee. Das war's, Kevin. Was ist das Ziel? Nein. Ich hab's geschafft. Was? Wie bitte? Ich hab's geschafft. Ein sehr merkwürdiges Spiel. Da falle ich doch aus allen Wolken. Tja, relax. Er starrt auf seinen Hinterteil. Habe ich denn jetzt genug Münzen? Gute Frage. Ja. Nein. Nein. Na gut. Lohnt sich's noch nicht. Aber. Du hast ja schon ein. Mal sehen. Zwei. Ja, wir können mit der Röhre abhauen. Tschüss. Ja. Nee, da ist nichts davor. Wo soll ich denn abhauen? Ja, hinter den Sternen zum Beispiel wäre eine gute Option. Super. Wie im Hintergrund einfach ein Kart ist mit Bananen drin und fährt die ganze Zeit im Kreis. Klar, klar. So, was habe ich denn? Ein Powerblock? Ja, doch, ich will einen Powerblock. Ja, von der letzten Party noch und. Nee, kann nicht sein, das ist noch Donkey Kong. Ich hab einen Stern. Was? Ich dachte schon, ich hab einen Stern. Okay, dann darf ich jetzt. Ich will auch ein bisschen powern. Irgendjemand umschmeißen? Nein. So, mit großen Schritten. Jetzt bin ich am Kanonenfass. Mal sehen. Nicht wegmachen. Bestimmt irgendwo einsetzen, um zum Ort zu fliegen, an dem sich ein Rivale befindet. Aber ich muss ja nicht, Du kannst, oder? Nicht fliegen. Nicht fliegen, oder? Wie komme ich. So, lass mich mal in Ruhe. Ich würde euch ja wirklich gern besuchen, aber. Den will ich immer noch nicht. Nope. Das ist. Das gibt's doch nicht. Da wird man gezwungen. Gut. Geh mal dahin. Eigentlich tauchen die Sterne bislang nur an zwei Stellen auf. Es sei denn, sind noch mehr. Nee, ich hatte meine letzte Party zweimal direkt hintereinander. Stimmt. Sauerei. Blooper-Aufstieg. Die Blooper, wirklich Charaktere, die muss man einfach lieben. War auch mal spielbar. Echt? Ja, Mario Party 7 oder 8. Blooper? Okay, ja. Ja, haben wir schon gezeigt, welche neuen Charaktere es gibt? Die kann man sich im Shop kaufen. Gelange durch Drücken von 2 im Blooper an die Oberfläche. Und man muss lenken, wahrscheinlich. Ja. Wir machen das immer schon ohne Üben. Einfach ins Abenteuer und da habt ihr was. Ihr wollt nicht stundenlang unsere Übe anschauen. Button Smashing! Geh mal weg da. Oh, nein! Was zum. Nein! Ja. Torpedo Willi. Heißt nicht Willi? Ich glaube nicht. Oh nein! Eins ist Ketchup! Nein! Oh nein! Ich komm da nicht. Was ist das denn? Es gibt kein Zeitlimit, das. Sieht gut aus? Ja! Nein! Ich bin schon. Ja, wird eine lange Nacht. Na da. Komm schon! Ja! Und schon wieder, aber ich dachte, ich bin einfach zu schwer. Der Affe hat. Schwere Knochen. Schwere Knochen.
Ihm ist ein bisschen schwierig. Yoshi hat natürlich überhaupt keine Kleidung an. Ja, ich habe eine Krawatte, die wiegt auch was weg. So, du könntest deinen Würfel... Ich merke gerade, ich bin blöd. Ich hätte mich natürlich auch auf das Feld da stellen können. Ah, genau. Nicht dran gedacht. So, dann bitte, Brigitte. Das ist kein Amiibo. Was? Das ist ein Amiibo, das hat jetzt nicht funktioniert. Wir probieren es nochmal. Hat er irgendwie nicht erkannt. Das ist kein Amiibo. Was denn sonst? Oh, das sieht gut aus. Ich werde mal was versuchen, Freunde. Wann kommt denn diese Meldung? Das ist kein Amiibo. Ich denke, wenn er nichts erkennt, erkennt er nichts. Ich mach mal jetzt ganz kurz mein Chic-Amiibo drauf. Ne, warte, erstmal würfeln. Dieses Amiibo wird nicht unterstützt. Aber was macht man sonst drauf? Würde mich interessieren, wenn ihr da irgendeine Ahnung habt. Ja, ein Blatt Papier, dann sagt's einfach nichts, oder? Ich probiere dann noch was. Oh! Soll das mal an den Stern kommen? Ja, da kann ich noch mehr absahnen, dann probieren wir das mal aus. Obwohl, es ist so... Hey, ich hab den gar nicht... Was zum? Ich hab den gar nicht drauf getan! Egal. Gib mal her damit. Jo, nehm ich mit. Jetzt ist der Stern immer noch da. Was hab ich denn? Ich benutze nochmal... Luigi-Sprung. Dann kann ich mit Stil gewinnen. Ja. Stil. Kommt man gleich auch, denke ich mal, nochmal zu lesen. Das verändert nur die Bewegung der Spielfigur. Immerhin kannst du mit Stil gewinnen. Merkwürdig. Ja, da springt der Amiibo wie Luigi. Also ein bisschen hoch und so weiter. Hey, mach mich nicht doof an. Nicht gut. Ach so, das springt so. Sehr nice. Gut. Er fliegt quasi, ja. Erstmal verprügeln. Klippenkrise, Rohrenschützen. Wenigstens geht recht schnell das Roulette. Rohrenschützen oder sind wir Rohrenschützen? Viel schnell. Und schieße mit A. Und diesmal sogar vertikale Steuerung, das heißt auf Dingsbums, auf die Sensorleiste draufhalten und viel Erfolg. Ach, wir werfen Bälle. Aber man kann sogar eine behalten quasi. Das ist ja. Small ist das. Ja schon. Duck Hunt Duo. Ohne das Duo. Ein Herz für goldene Piranha-Pflanzen. Ja, wo tauchten zuerst mal goldene Piranha-Pflanzen auf? Ich will... Oh! Verdammt! New Super Mario Bros. 2. Also spontan ein. Was zum? Ich habe schwere Knochen. Das ist jetzt keine Ausrede. Puh. Du musst es nicht selber machen, nur zielen. Ich meine, ja, DK. So, ja, jetzt will sie. Nein, wollte ich nicht. Wollen wir mal sehen. 5. Weiß nicht. Ist es günstig? Vielleicht. Ja, man kommt voran. Die bringen auf jeden Fall sehr viel. Ja. Oh, das ist... Wo, was? Moment. Wie er guckt. Aha, da ist es. Nein! Er hat noch Züge übrig. Du holst den Stern ja nicht. Dann muss ich es tun. Ja, ja, hättest du noch einen Moment warten können? Donkey Kong, habt ihr gesehen? Donkey Kong. Das ist meine Chance. Und schon wieder ein Fünferwürfel. Was machst du denn? Wieder auch noch so ein Fass von Donkey Kong 1981. Ja. Doch, da kommt jetzt, ne? Ach so. Das Feuer sieht unnicht aus. Ja. Jetzt hättest du deinen Schönen Stern. Guten Tag. Ja, ich gucke hier mal so rum. Ich habe doch Heimvorteil. Was macht ihr denn? Hauptsache, ich mache keine kleinen Züge. Ja, na klar. 5. Also 5 Felder mehr, als der Würfel anzeigt. Verstehe. Jo, so ist es. Jetzt hätte ich schon mal 5 Felder. Lass mich doch. Oder Platz tauschen? Wäre auch in Ordnung. Mal gucken. Ah, okay, nehme ich. Mhm. Let's do it. So. Ja.
Ist natürlich blöd, wenn man das den Modi spielen will und keine Amiibos hat. Oder nicht genug, dass man zu dritt oder viert zocken kann. Der ganze Modus ist dann eigentlich DLC. Ne? Ja, schon irgendwie. Wie gesagt, ist ja die Figuren, die sowohl in Smash Bros. Als auch in Mario Party auftauchen, könnt ihr benutzen, wie ihr wollt. Sowohl die Smash in Mario Party als auch umgekehrt. So, springe mit A, um den Eintippen-Code freizugeben. What? Ja. Achso. Damit sich das Tor öffnet. Ah, aber das geht doch viel zu schnell. Wie soll ich das hinkriegen? Glück. Ein bisschen Lack und ein bisschen gucken. Ja. Immer dasselbe. Ah! Bowser. Ich war. Das wird immer schneller. Oh Mist. Achso, ich muss das nicht. Ne. Bei mir sind die wieder weg? Ach, sobald du Bowser hast, ist alles wieder weg. Ah, das ist nicht zum Aushalten. Noch. Okay, man kann sich ewig dran aufhalten. Am besten. Ja. Okay. Ja. Nein. Ach, du Affe. Nur weil du so schwere Knochen hast, kriegst du den Arm nicht hoch vernünftig. Obwohl, längere Ärmel, größerer Körper. Egal, lass mich ausreden, Affin. Mein Amiibo war keine gute Wahl. Nein, Freunde. 5. Erstmal Dette. Ich will das auch, das ist unfair. No. Sieht gut aus. Ja, vielleicht. Luigi kann, obwohl, er könnte keine große 10. Ja, ja. Ich muss mindestens eine 5 haben. Ach nein, nicht jetzt! Ah, ich bin so doof! Ja, es kommt. Ja, kann ich wegmachen? Nope. Egal, dann. Kriegst du eh nicht. Verdammt. Das war jetzt ein bisschen. Wollte ich gar nicht. Ich wollte voreilig würfeln. Wollte ich mir extra aufsparen. Naja. Dann halt eine 9. Hallo. Dann mach ich hier eben ein bisschen, ne? Oh, du könntest den Stern kriegen. Ja, tausch mal mit mir. Das ist voll nett. Ja gut, gib her das Ding. Man legt immer sein Amiibo weg und dann wollt ihr noch was von einem. Kriegst du Muskelkater davon? Echt schlimm, ich bin ein Zocker. Ich will mich nicht bewegen. Das hier ist Multitasking, ja. Kleine Zahl. Oh. Mal sehen. Ja. Komm schon. Ja. Boom. Komm schon. Klein? Ja. Es ist klein, ja. Boah. Oh nein, er könnte jetzt trotzdem weiterkommen. Ja, 5 Felder nach vorn und der Stern gehört dir. Na komm. Sieht gut aus. Ja, das ist super. Immerhin. Ärgerlich. Glück im Unglück. Wir können Yoshi nicht so davonkommen lassen. Hätte schon jetzt schon 3 Sterne, das geht nicht. Nee. Mann! Was im Bowserfeld? Das ist die Medaille da. Das bringt nichts. Okay, das würde mich mal interessieren. Kann das Bowser-Bett verwenden? Das nehme ich mal mit. Yes. Take it! So. Runde 7. Und das nächste Mal spielen.